Ja, 18 Uhr. Fantastisch, haben wir es. Begrüße euch alle. Großartig, dass ihr alle wieder dabei seid. Freut mich. Wir sind wieder auf den Mittwoch gewechselt. Werden voraussichtlich auch erstmal beim Mittwoch bleiben. Das ist ja auch die ursprüngliche Wochentag, an dem wir immer die Marktbesprechungen jetzt schon seit Jahren machen. Und das hatte bisher immer terminliche Gründe, weil wir auch Vorträge haben. In anderen Städten hat es nicht mehr ganz gepasst. Ja, aber großartig, dass ihr alle dabei seid. Freut mich und haben halt auch viel vor. Und ja, legen wir nochmal los. Ja, ich habe ein bisschen an der Übersicht gebaut. Natürlich Risiko im Bereich an aktuelle Themen, Marktüberblick. Und dann seht ihr auch schon hier Punkt 4, das Aktienempfehlung der letzten Woche. Und dann kommen wir auch zu den neuen Empfehlungen danach gleich und fassen das Ganze nochmal zusammen an Punkt 6. Und Punkt 7 ist dann nochmal das, was demnächst ansteht an Terminen, worauf ihr am besten achten solltet, ne, was ihr euch rot an markiert im Kalender. Und ja, sind wir schon beim Risikohinweis. Natürlich, wenn wir hier notwendig sind, wir auch zu verpflichtet. Aktuelle Themen, ja, ganz lustig war heute das Thema Helikopter. Bernanke hier rechts seht ihr, und zwar ging es darum, ob man vielleicht zunächst von Seiten der EZB das Geld vielleicht aus dem Helikopter abwerfen sollte, damit man einfach wieder Richtung vernünftiger Preissteigerung geht. Ja, man möchte ja eigentlich ja 2% Inflation haben, und das haben wir wirklich nur total verfehlt. Also das ist wirklich total daneben gegangen bisher. Alle Maßnahmen haben nicht gegriffen von Seiten der EZB, und man hat ja jetzt auch wirklich neue Themen auf dem Bildschirm. So möchte man ja hier den Strafzins nochmal verschärfen. Hauptzins wurde herabgesetzt. Man gibt noch mehr Geld für Anleihen aus, und ja, Banken erhalten 4 Jahre lang günstige Kredite. Hilft aber alles nichts. Inflation bewegt sich einfach nicht. Wir haben hier in der Eurozone, haben wir hier fürs Jahr hingesehen, haben wir. Nee, wenn das im Februar haben wir jetzt minus 0,2, genau so war das. Und im Januar waren es noch 0,3. Also jetzt schon deflationäre Tendenzen. Aber wenn wir ein bisschen so den Ölpreis rausrechnen, also das, was der Ölpreis davon noch ausmacht, dann haben wir die Kerninflation, die liegt bei 0,8. Ja, reicht aber immer noch nicht dem Draghi. Und so spekuliert man, ob er vielleicht demnächst einfach jedem Europäer einen Gutschein gibt oder Geld aufs Girokonto überweist. Und da haben schon einige Gegner abgewunken und gesagt, das ist ja eine Bankrotterklärung, jetzt zum Beispiel der Bundesbankchef Weidmann. Und man sollte erstmal innehalten, und die Geldpolitik, die sei ja nur auch kein Allheilmittel, um einfach die verschleppten Reformen in den Südländern einfach zu kaschieren. Ne? Ja, kommen wir aber gleich nochmal dazu. Haben wir noch den Euro-US-Dollar natürlich auf dem Schirm. Und dann kommen wir schon zum OPEC-Treffen plus zwei, drei Mitglieder wird es ja sein. Ne? Zunächst war der Termin für den 20. anvisiert, es ist aber der 17. April geworden, und ihr seht hier, 13 OPEC-Mitglieder werden sich treffen. Das ist die Gesamtzahl aller Mitglieder. Hier rechts seht ihr auch die OPEC-Sitz in Wien, und es werden halt zwei, drei weitere Außer-OPEC-Mitglieder dazukommen. Man trifft sich in Katar, und dann geht es um die Einfrieren des Ölpreises auf dem Januar-Niveau. Einfach um den Preis zu stabilisieren. Viele OPEC-Mitglieder haben darum gebeten, unter anderem auch Venezuela. Und ja, Russland wird dabei sein, kein OPEC-Mitglied. Und ja, Iran hat schon gesagt, wir machen da nicht mit. Wir sind raus. Wir wollen auf jeden Fall unser Geld sehen und möchten mehr exportieren. Und ersten Tanker sind ja auch schon Richtung Europa ausgelaufen, voll mit iranischem Öl. Und man hat schon hohe Investitionen getätigt in weitere Ölfelder. Ja, schauen wir uns mal den Marktüberblick an. Performance hier 17:40 Uhr, gerade aktuell nochmal hier ermittelt. Öl haben wir 0,5% runter auf 41,40. Sage ich auch gleich, warum das so ist. Gold geht es hier 2% rauf auf 1221. Euro-US-Dollar 0,5% runter, 1,1164. DAX 30 haben wir als einziger hier im Plus 0,24. Oh, jetzt haben wir sind wir über die Marke rüber von 10.000 und jetzt 14 Punkte. Sah vorher noch ein bisschen anders aus, da war alles rot. Dow Jones 30 geht es etwas runter, 0,17 auf 17.553. Schauen wir uns mal die Übersicht an über die einzelnen Märkte. Hier der MetaTrader wie immer, und da haben wir auch schon das Öl. Und da möchte ich erstmal einmal von euch wissen, wie ihr eigentlich zum Öl steht. Machen wir eine Umfrage fürs Öl, ob ihr da positiv, negativ gestimmt seid oder eher, ja, eher keine Meinung zu habt. Starten wir mal die Umfrage fürs Öl. Ölpreis starten. So,
Also, wie schätzt du die Ölpreisentwicklung bis nächste Woche ein, also bis nächsten Mittwoch? Nächster Mittwoch ist der 30.3. Positiv, negativ oder neutral? Ja, haben wir jetzt 41 positiv, 40 positiv, 30 neutral, 30 negativ. Also ein leichter Überhang an positiv gestimmten Investoren. Sehr schön. Und das schon mal eure Meinung dazu. Und ihr seht hier eigentlich auch, dass wir hier in der 1-Stunden-Ansicht hier schön Aufwärtstrends zu sehen bekommen. Und ja, heute hatten wir nochmal Erdölbestand USA. Und da haben wir hier eine Zunahme von fast 10 Millionen Barrel. Erwartet war nur ein Drittel dessen, also um die 3 Millionen Barrel. Und dann seht ihr hier auch, mal das hier mal rein, seht ihr auch hier den Rückgang bis auf ein Niveau von 40,11. Und hier im High hatten wir es noch gesehen bei 41, knapp 42 Dollar. Und halt, wie gesagt, diese Bewegung hier aufgrund des Erdölbestandes, der jetzt etwas höher ausgefallen ist. Ne? Ja, OPEC-Chef, der OPEC-Mitglieder selber sieht die weiter steigende Ölpreise. Und wie gesagt, dann kommt das Treffen. Und also von seiner Seite her wird es so ein bisschen höher gehen hier. Und wenn man so ein bisschen andere Chart-Ansicht hier wählen, dann seht ihr auch, also wir haben ja eigentlich erst einen Teil des Weges wieder eingefangen, den wir verloren haben. Hier in der Tagesansicht seht ihr, wir kommen von einem ganz anderen Niveau. Kommen wir also schon fast Niveau von über 110 schon fast, hier um den Mai 14. Das heißt, wir haben jetzt erst nicht mal die Hälfte unseres Weges hinter uns. Dieser ganze Bereich hier, das könnte man noch sehen. Und vieles deutet darauf hin, dass jetzt erstmal dieser Trend hier weiter anhält, wir noch weitere steigende Preise sehen. Also das hier Ölpreistendenz. Und wenn wir uns hier mal das Niveau von nächster Woche angucken, der 30., dann ist das hier dieser Bereich. Könnten wir durchaus hier die 44,10 noch sehen. So weiter geht hier. Also im mittleren Bereich, also dieses Niveau von 44,10. Das hier wahrscheinlich erst noch eine kurzfristige Ausweichung nach unten. Aber letzten Endes ist auch hier positiv gestimmt die Ölkurve. Ja, gleich zum nächsten Wert hier, das ist das Gold. Und Gold macht uns ja auch viel Freude. Hat hier im laufenden Jahr schon fast 17,25% gemacht. Wahnsinn. Hier auch die Marke vom 31.12. Da waren wir ja noch bei 1047. Ja, und diesen ganzen Bereich den haben wir schon gut gemacht und sind hier auf dem Niveau von 12.284. Genau, haben wir es hier schon angestiegen. Aber erstmal nochmal die Umfrage. Wie seht ihr das mit dem Gold? In welche Richtung wird es gehen? Wird ihr nochmal kurz um eben das Niveau vom 30. einzeichnen? Genau. Dann seht ihr auch hier, das ist die nächste Marktbesprechung. Es geht jetzt also darum, welche Richtung wird es gehen? Was meinst du? Welches Niveau sehen wir hier? Positiv eher. Aktuell hier bei 1215 hier im Low gesehen. Ja, 1223 habe ich hier noch, ja, im Verkauf. Also nur knapp darüber. Aber wie wirst du das? Du gestimmt zum Gold? Wir machen mal Umfrage fürs Gold. Starte das hier mal. Also bist du für den Goldpreisentwicklung, bist du positiv gestimmt? Negativ oder eher neutral. Ja. Erstmal kurz eure Meinung dazu wissen. Also, wir haben hier schon als Ergebnisse 43 eher negativ, 35 positiv, 22 neutral. Also leichter Überhang der Bären hier 43 negativ, 35 positiv. Ja, sehr schön. Ja, ist auch aktuell, wie gesagt, so, dass sich das Gold hier in einem diesen Bereich hier bewegt. Ne? Und woran liegt das? Insbesondere durch den starken Dollar, den gucken wir uns gleich mal an. Der belastet aktuell den Goldpreis besonders und darum haben wir hier auch diesen Rückgang hier zu verzeichnen. Und ja, insbesondere auch die weltweit aktuell aggressive Zinspolitik, die macht hier dem Öl auch zu schaffen. Ne? Geht mal rauf und runter. Und ja, wir haben ja noch Meldung von Hauck und Aufhäuser. Das ist ein Deutsche Bank, die sieht den Goldpreis in einem Jahr bei 1450, also für sie hier das eher nur ein kurzfristiges Intermezzo, 1450, das wäre hier oben, also hier dieses Niveau hier, na, Moment, ja, nochmal den Stift rausholen, also dieser Bereich hier. Na.
Aber wie gesagt, erst in einem Jahr, ne, also Anfang 2016. Und wie gesagt, diese Bereiche, das war aktuell, wie gesagt, die Euro-Schwäche und die Dollar-Stärke, die hier das Gold so beeinflusst hat. Ne? Klar, Gold wird auch in Dollar gehandelt und macht natürlich das Gold dann auch stärker, teurer und so. Könnte es auch weniger Nachfrage geben. Also wir sind noch ein bisschen vom dem Niveau hier vom 22.01. entfernt. Hier seht ihr das. Das Niveau hatten wir gesehen hier bei 1307 und darüber auch noch das Niveau vom 10.07.14. Das waren die 1345 und ihr seht hier auch, wenn müssen wir da zurückgeht, die Niveaus, die habe ich hier einfach nochmal vorne angeschrieben. Also dieser Bereich ist das und hier oben seht ihr auch nächsten Bereich. Und wenn man weiter zurückgeht, dann hat man ja auch noch ein höheres Niveau. Da sind wir schon fast bei 1396. Also, nach diesem langfristigen Anstieg kommt das Gold hier ganz stark zurück. Also im Grunde hier diesen ganzen Weg zurückgelegt, hier bis Niveau von 1047 und jetzt auf 1284 fast schon wieder gestiegen. Genau, und gucken wir uns auch gleich mal den Euro an. Ja, seht ihr hier, leichten Aufwärtsschwung und dann erstmal nochmal die Umfrage, wie ihr zum Euro-US-Dollar steht. Also auch hier, wie schätzt du die Entwicklung beim Euro-US-Dollar ein bis zur nächsten Woche, nächsten Mittwoch, das ist der 30.03. Positiv, negativ oder eher neutral? Oh, da haben wir einen ganz starken Übergang an Bullen, 55, aber jetzt 50, jetzt, nee, jetzt andersrum, 50 negativ, also die Bären sind hier im Überhang 50% negativ und 30% positiv. Ja. Knapp 20% neutral. Also hier eindeutig negativ gestimmt bis zum nächsten Mittwoch. Das ist interessant. Könnt ihr auch meinen, dass es hier eher eine kurzfristige Rückwärtsbewegung ist hier vom Euro. Hier also hier verliert gegenüber dem US-Dollar auf dem Niveau von 1,1157 ist das jetzt hier. Und wir kommen ja vom 1,13. 41 seht ihr hier auch. Und ja, wie gesagt, EZB aktuell machtlos. Und Bundesbankchef Weidmann, ja ein großer Kritiker vom Draghi, hält gar nicht so viel von dem ganzen Ausgeben von Geldern zur Konjunkturstützung. Das muss eigentlich eher die Länder im Süden machen. Und da sieht es ja aktuell auch mit auch gar nicht mehr so gut aus. Hat es ja in der letzten Marktbesprechung auch vorgestellt. Portugal, Spanien, Italien und Griechenland. Da haben wir, ja, bis auf Italien, da haben wir erste positive Signale, etwas zu verändern. Aber ja, Portugal und Spanien sind viele Sozialisten, die jetzt wieder Morgenluft wettern. Und die stellen ja die ganzen ja, Reformen wieder zur Diskussion. Bei der Fed hatten wir ja, wie gesagt, gesehen, dass wir jetzt keinen weiteren Zinsschritt hier vollziehen werden. Nichtsdestotrotz werden jetzt aus den zuerst angedachten vier Zinserhöhungen wahrscheinlich eher nur zwei werden in diesem Jahr. Zuletzt sind es 9:1 Stimmen gegen eine Zinsanhebung gewesen. Und am 27. April ist dann, wie gesagt, die nächste Möglichkeit, das anzuheben. Und da haben wir aber auch eher einen Verbleib von 86,2% bei 0,5, also auf dem aktuellen Niveau laut CME, FedWatch-Tool, genau. Aktuell haben wir eine gute Erholung auf dem Arbeitsmarkt, jedoch eine leichte Unsicherheit bei der Preissteigerung. Und, aber letztendlich hat sich das Klima in den USA verbessert. Und seht ihr auch, der Dow nimmt hier Schwünge nach oben. Und gehen wir mal kurz hier in die 4-Stunden-Ansicht. Ja, seht ihr auch, dass das hier immer noch ein Aufwärtstrend ist, der jetzt aktuell in Frage gestellt wird hier in meinem Chart, ob das hier in welche Richtung es jetzt gehen wird. Also ganz spannender Bereich hier beim Euro-US-Dollar. Und ja, kommen wir auch schon zum DAX. Genau, hier seht ihr den DAX. Eigentlich ja hier eher negativ gestimmt und aktuell auch gerade nicht hier so eine Aufwärtsbewegung hier, die er vollzieht. Und das ist ganz interessant. Aber erstmal kurz die Meinung dazu, wie ihr zum DAX steht. Machen wir hier mal eine Umfrage für den DAX. Wie seht ihr die Entwicklung? Eher positiv, negativ oder seid ihr da eher neutral eingestellt? Okay,
41, ziemlich ausgeglichen, 40 positiv, 40 negativ. Da ist man ja uneins, in welche Richtung das geht. Ja, ist auch wirklich jetzt wahrscheinlich kein nachhaltiger Anstieg, würde ich auch mal so meinen. Also 40 positiv, 40 negativ, 22 neutral. Und wir haben aber zumindest heute wieder die 10.000 Punkte Marke erobert, die ist ja ganz wichtig. Und wie gesagt, heute nochmal zurückerobert, also hier diesen Bereich, den haben wir verteidigt, hier die Bullen. Und der DAX macht ja hier 0,24%. Knapp 14 Punkte über der 10.000 Punkte Marke. Aber es ist halt die Frage, ob das hier nachhaltig ist. Das hier, wie gesagt, der Abwärtstrend, innerhalb dessen wir uns bewegen, sind hier abgeprallt und das ist die Frage, was so in diesem Bereich passiert. Das ist auch so ziemlich genau hier der 30.3., also nächste Woche. Da entscheidet sich dann, ob wir hier weiter ansteigen oder ob es hier nochmal zurückgeht. Wenn ich hier nochmal die Tagesansicht, dann seht ihr auch hier, das ist hier der Abwärtstrend und der ist auch nach wie vor hier ungebrochen. Und ansonsten müssen wir uns auch die nächsten Marken schon angucken, hier vom 30.11.15 und darüber hinaus. Ja, was hat den DAX heute bewegt? Wir haben hier Infineon, macht 2% Tagesgewinner. Die haben auf der Londoner Technologiekonferenz QCon haben die kleinsten Plug-and-Play-Sicherheitsmodul vorgestellt für NFC-Anwendungen. Wenn ihr mal in euer Handy guckt, vielleicht habt ihr ein etwas neueres Modell, dann seht ihr dann vielleicht so ein NFC-Symbol. Und da geht es einfach darum, dass man damit bargeldlos bezahlen kann. Das ist so ein Chip und man wird halt damit das mobile Zahlen halt möglich machen. Smart Wearables, also kluge, mobil tragbare Anwendungen, was man dann machen kann. Also hauptsächlich geht es darum, per Handy zu bezahlen. Das fanden die Anleger gut. Infineon 2% plus. Und dann haben wir noch die Henkel 1,6% plus. Da ist ein bisschen in der Gerichteküche etwas hochgekommen. Und zwar fragt man sich, ob Henkel vielleicht plant, den amerikanischen Procter & Gamble-Konzern einen Geschäftsbereich abzukaufen. Und zwar soll es da um die Haarpflege- und Kosmetikserie der Amerikaner gehen. Das finden einige gut. Tagesverlierer Deutsche Bank und Commerzbank, wie so häufig in den letzten Tagen leider. Deutsche Bank macht hier fast 3% Verlust, Commerzbank fast 2%. John Crine von der Deutschen Bank hat auf der Investorenkonferenz gerade nochmal ein Fragezeichen hinter die Profitabilität im aktuellen Jahr gesetzt. Ne? Also immer noch nicht über den Berg, die Bank. Und bei der Commerzbank, ja, da zieht es einfach auch grundsätzlich etwas runter, weil man wieder über mögliche notwendige Kapitalerhöhungen spekuliert, die anstehen könnten. Also hier, das bewegt den DAX aktuell. Und ja, was hatten wir gerade noch gesehen? Am Dienstag hatten wir noch IFO-Geschäftsklimaindex. Und danach gleich ZDW. Na, was ist nochmal das IFO-Geschäftsklimaindex? Wird ja in München gemacht. Da geht es darum, dass man 7.000 Betriebe befragt. Welche Richtung könnte es gehen? Wie seht ihr die Entwicklung? Da sehen wir jetzt ungefähr so ein Niveau vom letzten Mal, also nahezu unverändert. Aber beim ZDW Wirtschaftsstimmung, wo 350 Investoren und Analysten gefragt werden, also eine ganz andere Zielgruppe, da ist man eher negativ gestimmt und das ist hier der schlechteste Wert schon seit langem. Nähert sich der Marke von 0. Darunter wirklich dann eher pessimistische Stimmung. Dieser Indikator, der fällt jetzt schon seit einem Jahr. Und ja, jetzt ist noch vielleicht noch zu gucken, dass wir vielleicht hier einen Effekt bezüglich des Feiertages jetzt sehen. Einmal nächstes Jahr Karfreitag und Feiertage sind häufig für Kurssteigerungen bekannt. Also das hier der DAX und da sind wir auch schon beim Dow Jones. Da seht ihr auch schon einen längerfristigen Anstieg hier seit dem 20.01. Und da starten wir gleich mal mit der Umfrage. Wie seht ihr die Entwicklung des Dow Jones? Ich male hier nochmal kurz die Marke vom 30.03. nochmal eine, damit ihr auch seht, in welche Richtung es gehen sollte. Also, was wir hier eigentlich reden. Also, das ist hier die Marke von nächster Woche. Und das ist die Frage, ob ihr es eher positiv oder negativ seht. Für den Dow Jones starte ich hier mal die Umfrage. Genau. Wie siehst du die Entwicklung? Nächste Woche für den Dow Jones, wird es so weitergehen oder also positiv oder bist du eher negativ gestimmt oder hast du auch aktuell keine Meinung zum Dow Jones? Also 61% positiv. Ja, ist auch nicht so starken Schwankungen unterworfen, also ein relativ gleichmäßiger Anstieg hier. Ne? Also jetzt 61% positiv, 17 negativ, 22 neutral.
ganz deutlich sind hier die Bullen eine Überzahl. Und ja, das hier, also aktuell reden wir hier von einem Niveau von im Top-Bereich von 17.557. Und ja, also kaum Kursschwankungen unterworfen, hier gleichmäßiger Anstieg. Und da kommt auch schon hier das Niveau vom 3.11. jetzt hier wieder ins Spiel hier. Das waren die 17.903. Muss man ein bisschen zurückblicken. Seht ihr hier, dass das schon eine Weile her ist hier. Das war nämlich dieser Peak hier, dieser ganze Bodenbereich hier, dieser Widerstandsbereich, über den spreche ich aktuell. Und dann kommt schon hier das High wieder in Frage. Das sind die 18.341, die haben wir am 20.05. gesehen. Ja, was hat den Dow Jones halt bewegt? Der ist ja hier minus 0,17% runtergegangen. Insbesondere war hier der Tagesgewinner United Health. Die bekommen ein besseres Kreditrating von A- für ein sehr geringes Ausfallrisiko. Und die Visa, die macht hier 1% plus. Die wurde hier hochgestuft. Und eine Kaufempfehlung wurde gegeben für 77,04 Dollar. Tagesverlierer ganz stark hier die Nike. Minus 3,56%. Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen. Auslöser war zuletzt die enttäuschenden Umsatzzahlen für das dritte Geschäftsquartal und ein schlechter Ausblick für das kommende Geschäftsjahr. Und die Chevron minus 2%, wie immer der Ölpreis sehr belastet. Und dabei hatte Nomura gerade noch Chevron aus neutral gewertet. Naja, dementsprechend hier die Dow Jones hier. Ja, Erdölbestand hatte ich bereits angesprochen und heute hatten wir um 15 Uhr nochmal hier Verkäufe US-Eigenheime. Die waren positiv und ich denke, das hat auch dazu geholfen, dass der Dow Jones hier doch noch sich ganz gut behauptet hier. Die Eigenheime sind etwas besser ausgefallen. Mich wurden 512.000 Einheiten hier im Februar verkauft. 510 wurden erwartet. Ja, das waren hier schon mal die Hauptmärkte und kommen wir gleich mal hier weiter. Und machen wir doch mal hier die Aktienempfehlung der letzten Woche. Was haben wir denn da alles gesehen? Ja, alten Empfehlungen, das war hier die Software AG, die hatte ich auf Buy gestellt. Danone hatte ich auf Buy und hier Applied Materials. Erkläre nochmal genau, wer das ist. Und die Heineken und auch die McDonald's. Schauen wir uns mal die Werte mal einzeln nochmal an. Also hier zunächst war das hier die Software AG. Und da siehst du ja auch schon hier nochmal orangefarben. Ne? Das müsst ihr euch merken, das ist hier der 17. Entschuldigung, das war nicht ganz richtig. So, ein weiter. Natürlich einen Monat zu früh. So, jetzt haben wir es. Der 17.3., das ist hier die Markteinschätzung vom letzten Mal. Und hier dazu halt hier die Entwicklung in die Zukunft projiziert, hat sich der Wert leicht verbessert von 33,35 auf 33,87 jetzt hier im High. Ist schon fast wieder ein bisschen anpassen. Und hier grün, genau, das ist hier die Markteinschätzung vom nächsten Mal. Das ist Mittwoch, der 30. Und charttechnisch würde ich die auf jeden Fall schon mal auf Buy belassen. Also die Software AG hier macht ja wirklich eine tolle Entwicklung. Und zwar im laufenden Jahr haben wir schon fast 30% plus. Ja. Und Kepler Cheuvreux hatte hier den Wert nochmal auf Hold gesetzt. Das war 30, da sind wir schon drüber. Warburg auf 31. Hauck und Aufhäuser auf 34,50. Die haben wir noch nicht ganz erreicht. Das ist schon mal ganz gut hier. Also 34,50. Dieses Niveau haben wir noch nicht erreicht. Wie gesagt, Merkel hatte gerade nochmal die Software AG auf dem CeBIT-Stand besucht. Und man hat ja zuletzt nochmal gute Zahlen geliefert hier. Und zwar von 2014 auf 15 gab es 4% mehr Gesamtumsatz. Nettoertrag ist gestiegen von 110 auf 140 Millionen. Und man sagt auch, es gibt eine stabile Geschäftsentwicklung hier. Das also auf jeden Fall auf Buy belassen. Dann kommt schon der nächste Wert. Das war die Danone. Ja, da ist man ja ganz abhängig von Milchpreisentwicklung. Und zuletzt war die Milchpreisentwicklung günstig für Danone und hat man mehr Gewinn erzielen können, weil das eine der Hauptrohstoffe für die Produktion natürlich von Joghurt und Quark und dergleichen. Und rutsche mal eins so viel nach vorne. Hier nochmal in der 4-Stunden-Ansicht, da siehst du ja auch genau, wo wir hier sprechen. Hat sich ungefähr neutral verhalten, irgendwann auf dem Niveau von 63,13.
Ja, siehst du das hier? Ja, sorry, diesmal. Ja, die Stiftniveau wollte ich behalten, genau, hier diesen Bereich. 2016 erwartet man aber weitere Umsatzsteigerung. Letztes Jahr waren es ja plus 4,4% und dieses Jahr soll es auch ungefähr in diesem Bereich bleiben. 3 bis 5, sagt man. Und auch die operative Marge soll sich verbessern. Und ja, ein bisschen Herausforderung ist aktuell das Umfeld in Europa, Russland, China und Brasilien. Russland ja insgesamt ein bisschen schwierig für alle, die dort tätig sind. Geht ja nicht nur der Danone so, sondern auch anderen Herstellern, Autohersteller, die dort tätig sind zum Beispiel. Und so ist es, dass wir, ja genau, für die Nissan zum Beispiel, die sind ja mit Lada dort tätig, hatte ich neulich angesprochen. Ja, nun spekuliert man ein bisschen, dass der Milchpreis vielleicht etwas ansteigen könnte. War ja wirklich sehr niedrig und der hatte halt hauptsächlich für den Gewinnanstieg gesorgt. Und ja, so würde ich die Neu Danone auf Hold setzen, also erstmal auf Halten. Erstmal charttechnisch hier kein positives Bild, auch hier von den Fundamentaldaten erstmal nicht. Also von Buy auf Hold. Nächster Wert ist die Applied Materials. Gehen wir mal ganz kurz ein, was machen die überhaupt? Ja, die sind dafür zuständig, Maschinen herzustellen, mit denen man so Wafer herstellen kann. Und aus Wafer werden Chips hergestellt für Handys und für Computer. Und die hat hier sich ganz gut entwickelt. Hier leicht im Gewinn sind wir bereits. Hier kommen wir vom Niveau von 1975 Dollar. Jetzt auf ja, schon die 2080 haben wir schon gesehen hier. Also einen leichten Anstieg haben wir verzeichnet. Und ich zeige dir auch nochmal den Chart hier auf Tagesbasis. Dann siehst du hier, dass wir eigentlich auch hier eine schöne Entwicklung nehmen. Wir haben hier die Unterstützung hier bewiesen hier bei 14,26. Und kommen aber eigentlich hier schon von dem Niveau von 25, 6, 67. Haben wir hier im Januar gesehen, Ende Januar. Von daher hast du ja noch viel Möglichkeit nach oben. Der Kurs, der will hier auch nach oben, so sieht es wirklich aus. Und ja, so sieht es aus, die Royal Bank of Scotland. Gesagt hier 21 und gerade noch das Kreditrating verbessert. Doppel A minus von Morningstar. Und was man machen möchte, man möchte sehr viel in China investieren. 615 Millionen Dollar werden dort investiert, weil man da große Chancen sieht. Und ja, vor einem Jahr ist ja der geplante Merger, die Zusammenschluss mit Tokyo Electron of Japan gescheitert. Das ist auch ein weiterer weltweiter Chipmaker. Da hat einfach das US Department of Justice, das Justizdepartement gesagt, nee, da würde einfach der Wettbewerb geschädigt, wenn ihr euch da zusammenschließt. Also lass mal lieber. Aber davon hat sich die Aktie jetzt wieder erholt und so sehen wir hier doch weitere schöne Anstiege. Und ja, auch bei den OLED-Bildschirmen, also sind so besondere Bildschirme für Monitore, ist man stark vertreten. Da kommen aktuell viele Bestellungen rein. Ja, würde ich auf Buy belassen, die Applied Materials. Und so kommen wir auch schon zum großen Bierbrauer hier, die Heineken. Das ist auch ein ganz spannender Titel. Und ihr seht hier auch, die hat sich auch positiv entwickelt. Seit der letzten Einschätzung hier haben wir hier etwas, kurz zurück, haben wir ein Niveau von 76 hatten wir hier. Da hat man das beigesetzt und aktuell, die haben wir es schon gesehen, bei fast 80. Na, hast also schon 3,7 Euro Gewinn gemacht. Und charttechnisch ist das hier auch relativ positiv zu sehen. Hier haben wir diese Niveau gesehen bei 70, 74 und seitdem steigt der Wert auch hier im High bei 85, 85, 85. Genau, das war am 19.11. Ja, aktuell ist man sehr stark involviert in Myanmar. Ja, Myanmar, das ist so also ein neues Land, das sich geöffnet hat in Asien. Es war ja sehr verschlossen und hat sich jetzt nach und nach jetzt auch durch die Wahlen halt geöffnet. Und ja, es sind alle Bierbrauer da dran in Myanmar viele Geschäfte zu tätigen und man baut auch Abfüllanlagen. Und ja, Heineken ist relativ spät dran, aber
Man will im Wachstumsland Myanmar Marktführer werden bis 2020. Aktuell ist man dort Nummer 5. Und man möchte ja mit bei Myanmar so ein bisschen dem Vorbild von Vietnam folgen, weil da ist man einer der größten Anbieter und das ist auch einer der wichtigsten Märkte für Heineken. Und ja, letztendlich ist man aktuell der drittgrößte Bierbrauer der Welt. Das ist schon mal eine Hausnummer und zwar kommt man nach AB InBev, die halten 21%, SAB Miller 9,6% und da kommt schon die Heineken mit 9,3% und dann mit Abstand Carlsberg 6,3%. Den gehört zum Beispiel hier in Hamburg die Bavaria St. Pauli Brauerei und auch Holsten gehört denen. Ja, und dann ist man, wie gesagt, hinter den Belgiern dritter Platz notiert und aktuell profitiert man stark von kräftigen Nachfrage aus USA und das kann auch so ein bisschen so den ja, etwas Schwäche in der Ostasien, Osteuropa auffangen. Ja, eine Meldung noch zu Carlsberg. Die haben ein bisschen Pech gehabt mit ihren letzten Daten, weil man da sehr stark in Russland involviert ist und wie gesagt, da laufen die Geschäfte aktuell nicht so gut. Der Rubel ja auch im freien Fall. Ich würde die Heineken eben auf Buy belassen. Und da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Wert, bevor wir zu den neuen Titeln kommen. Und zwar war das die McDonald's. Hier der Kurs der McDonald's. Und da seht ihr, es geht auch wirklich nach oben. Wir haben auch jetzt schon das Top überschritten von 124,83. McDonald's ist ja aktuell wieder ein ganz spannender Wert. Da passiert eine ganze Menge. All das hier, diese ganze positive Kurshistorie im Grunde genommen damit begründet, dass wir hier einen Chefpostenwechsel gehabt haben. Ja, und zwar ist das hier der Steve Easterbrook. Der hat das Ruder übernommen. Das sieht der Markt hier ganz positiv, weil er leitet eine Reihe von Reformen ein. Wir kommen hier also von 87, 78 und wir haben hier schon das Niveau von 124, 83, also dieses Top schon leicht überschritten. Ne? Und du siehst auch hier, dass wir schon einen kleinen Teil gut gemacht haben, noch nicht viel. Aber es geht in die richtige Richtung, charttechnisch. Und was gibt es noch zu McDonald's zu sagen? Man möchte ja in Deutschland unter anderem neue Services einführen. Zwar wird es einen Tischservice geben und Burger werden nicht nur auf Halde gelagert, sondern die werden frisch gemacht. Und ja, Mitbewerber haben ein bisschen aktuell ein bisschen schwer zu schaffen. So Burger King hat ja Ärger mit der Hygiene. Vapiano schwächelt ein bisschen. Und auch Subways hat als einziger hier Boden gut gemacht, macht 12 Millionen mehr Umsatz. 215 dann. Also nur Subways kann mithalten. Und der Easterbrook, wie gesagt, der hat ja seit der Amtsannahme hier, hat er hier viel bewegt. Er hat natürlich auch viele Leute entlassen müssen. Aber er hat viele Filialen, die noch in eigener Hand waren, an Franchise-Nehmer übertragen. Und es gibt in den USA jetzt ein 24-Stunden-Breakfast. Einige murren schon, dass sie den ganzen Tag Eier braten müssen und dass der reinigungsintensiv ist. Aber wenn es hilft, den Umsatz anzukurbeln, naja. Auf jeden Fall sieht das der Markt hier positiv. Der Wert macht seit 6 Monaten hier fast 27% plus. Und ich gehe nochmal ganz zurück, kurz zurück. Dann seht ihr hier. Also schon seit langem erstmal wieder eine positive Resonanz hier. Hier auf Tagesbasis hier muss ich schon wirklich lange zurückscrollen, bis überhaupt mal wieder so ein Anstieg zu verzeichnen war. Eigentlich sehe ich auch gar nicht. Wochenbasis. Ja, das dauert. Ja, ganze Zeit lang seitlich gependelt hier und jetzt haben wir wirklich eine gute Möglichkeit, hier einzusteigen in die McDonald's. Hier in der 4 Stunden an sich eigentlich so die beste Übersicht für die McDonald's. Okay. Kommen wir doch gleich zu den 9 Empfehlungen. Was habe ich euch dann mitgebracht? Da haben wir zunächst die Fielmann, klassischer Mittelständler hier aus Hamburg, sitzt in Barmbek und ja, Fielmann ist Marktführer in Deutschland und der EU. Und ihr seht hier den Firmengründer. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und zwar ist es hier der Günther Fielmann mit seinem Sohn. Und ja, der Sohn Mark kommt gerade von der Universität in London. Und ja, passiert aktuell eine ganze Menge. Man hat jetzt dem Sohn halt den Marketingbereich übergeben und ja, Günther natürlich nach wie vor Geschäftsführer, aber er möchte sich mehr so auf auch Design von Modellen konzentrieren. Und man hat sich ganz erfolgreich gegen Online-Anbieter wie Mr. Spex und Brille24 gewehrt und konnte auch Umsatz hinzugewinnen. Ihr seht das hier, fast 6% macht man mehr 2015 und es gibt auch mehr Gewinn.
bleiben letzten Endes 170 Millionen Euro hängen, das ist eine ganze Menge. Und man möchte jetzt hier in Norditalien aktiv werden. Man hat jetzt schon dort erste Filialen gegründet, so in Brixen und in Bozen. Und ja, man hat dann in Deutschland, wie gesagt, einen Marktanteil von 20%, das ist wirklich eine ganze Menge. Und man konnte sich so erfolgreich gegen Anbieter Mr. Specs und Brille24 wehren. Die halten 4% Marktanteil. Ja, schauen wir uns mal kurz den Kurs an von der Fielmann. Seht ihr auch hier, unser Kürzel ist hier XTR FIEG. Und ich gehe nochmal in die Tagesansicht. Sehr schön. Ich bin gar nicht ganz zurückgegangen, aber ihr seht hier, hier in der 4-Stunden-Ansicht, so sieht man auch am besten, dass das hier wirklich eine schöne Entwicklung ist. Und wie gesagt, bei den Mittelständern denkt man ja auch eher langfristig, nicht kurzfristig, sondern ganz positiv. Hier bei unseren ganzen Hidden Champions hier in Deutschland, hier das High haben wir hier bei 70,31 €, hier im Low bei 62,77 €. Natürlich, insbesondere weil es natürlich auch ein Hamburger Unternehmen ist, finde ich es sehr positiv. Habe es ja schon mal mit der Hamburger Hafen- und Lagerhausgesellschaft schon mal versucht, aber da war das aktuell nicht so positiv zu sehen. Aurubis auch nicht. Aber jetzt hier Fielmann. Man hat insgesamt 17.000 Mitarbeiter und 1972 wurde das Ganze gegründet in Cuxhaven. Hätte ich gar nicht gedacht. Und man hat schon fast 700 Filialen. Das ist eine ganze Menge. Man ist in Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Luxemburg, Niederlande, Lettland und Litauen ist man aktiv. Also, das ist eine schöne Entwicklung hier. Und ja, etwas Glück sehen wir hier, das Niveau von 68. Ja, wenn man hier rüber geht, 68 €. Nächste Woche, das ist schon mal meine erste Empfehlung für heute. Gleich die nächste. Wienerberger, mein österreichischer Wert, freue ich mich sehr drüber. Und hier auch der Chef von Wienerberger, Wienerberger ja Vorort von Wien. Dort gab es früher oder gibt es immer noch große Lehmvorkommen und da hat man gleich Ziegelwerk errichtet und macht hier seit einem Monat 16% plus. UBS sagt, wir haben hier ein Ziel von 6,2 €. Das gucken wir uns aber gleich nochmal an. Ja, ihr seht hier den Heimo Scheuch, kurz dazu, das ist hier der Chef. Und gegründet 1819 und man ist größter Ziegelproduzent der Welt. Wusste ich gar nicht. Fantastisch. Und ja, unser Haus selber haben wir Porotonstein gebaut. Die seht ihr ja auch. Die sind mit ihren Luftkammern. Das dämmt sehr gut. Da braucht man keine weiteren Dämmmaterialien. Tolles Material. Und man hat gerade noch hier vor kurzem den US-Marktführer US General Shale übernommen und die waren ebenfalls Marktführer. Ja, die kommen aus Tennessee, hatten 12% Marktanteil und die hat man für 260 Millionen Euro gekauft. Ja, und man hat jetzt gerade gemeldet, dass man das erste Mal seit 4 Jahren wieder in der Gewinnzone ist und dass der Umsatz insgesamt bis 2020 um 1 Milliarde zunehmen soll. Ich zeige euch mal den Kurs von der Wienerberger. Kürzel VNA, wahrscheinlich für Vienna, WBSV. Und hier in der Tagesansicht ist es am schönsten zu sehen. Ah, leider habe ich sie euch jetzt erst empfohlen können. Ich habe diesen ganzen Bereich hier schon mit gut machen können. Kommen hier von knapp 12 €, 11,78 €. Und ja, haben schon das Niveau hier vom High hier, von 15. 16. Oktober, haben wir ja schon überschritten. Das waren die 17,82 €. Und hier ein steiler Anstieg hier. Gerade wegen auch der Meldung, dass man gerade auch wieder gute Gewinne erzielen konnte. Und zwar hat man jetzt irgendwie 36 Millionen Euro Gewinn gemacht nach 262 Millionen Verlust im letzten Jahr. Musste man auch viele Sparmaßnahmen durchsetzen, viele Werke schließen und hat aber die Auslastung der Werke erhöht von 65 auf 70%. Und die Dividende steigt um 5 Cent auf 20 Cent. Also, mal kurz ein bisschen weiter raus. Wochenansicht. Dann seht ihr, wir kommen hier von einem Niveau hier von 5,85 €. Hier so um den 30. September, 12 jedoch schon. Und ja, daher schöne Entwicklung hier, die Wienerberger. Würde ich ebenfalls auf beisetzen.
Und da ist auch schon der nächste Wert. Das ist diesmal hier die Starbucks. Hier Howard Schultz, der Gründer, zu sehen mit einem Kaffee in der Hand. Und ja, was ist da aktuell? Was geschieht da aktuell? Und zwar möchte man jetzt zum ersten Mal in Italien mal aktiv werden. Ja, ein bisschen im Vergleich zu Fielmann. Ja, ein bisschen verwunderlich, dass man noch gar nicht in Italien vertreten ist. Man ist ja schon zigtausend Mal in China vertreten, aber in Italien doch noch nicht. Ne? Allein in China hat man aktuell 2000 Filialen. Das sollen bis 2019 1400 Filialen hinzukommen. Und jetzt möchte man erstmal in das Heimatland des Espressos. Da hat man wahrscheinlich gehörigen Respekt, weil da hat man sich ja eigentlich auch so seine Idee geholt. Man möchte mit dem Partner Percassi dort 2017 aktiv werden. Für 15 gab es gute Zahlen, 17% mehr Umsatz. Und besonders, wie gesagt, das Wachstum in Asien, das zieht das Unternehmen nach vorne. Und ja, das ist natürlich ganz angesagt, wenn man einen teuren Kaffee von Starbucks in der Hand hält, damit durch die Straßen geht. Das ist mal ganz angesagt. Insgesamt hat man 23.600 Filialen, unfassbar große Anzahl von Filialen. Und ja, trotzdem ist es auch so, dass es ein weiteres Wachstum gibt, auch in den USA, obwohl man fast anmerken möchte, dass man eigentlich schon fast, dass die Läden sich schon fast die Kunden klauen, aber dem ist nicht so. Die Ladendichte ist immer noch nicht so hoch, dass es kein weiteres Wachstum zulässt. Man hat ja im vierten Quartal in den USA sogar noch 9% mehr verkauft, weltweit insgesamt 8%. Also da ist noch viel Luft nach oben und gucken, wie die Leute aus Seattle, da sitzt das Unternehmen, ja dann machen. Aber gleich mal zum Chart hier, Starbucks, NDQ, SBUX, Nasdaq-Titel und gehen nochmal hier in die Tagesansicht. Ihr seht hier auch schon einen langfristigen Anstieg hier hinter uns, eigentlich schon seit hier dem 3. Oktober geht es hier aufwärts. Ja, dieses Niveau hier, und zwar waren wir hier bei 35, 30 um den Bereich und aktuell hier im High gesehen bei 63,90. Ja, das war der 29.10. Genau. Und dann sind wir noch ein bisschen zurückgekommen hier auf ein Niveau von 52,61. Und aktuell hier ist es zu haben für knapp 60 Dollar. Gehen wir mal hier in die 4-Stunden-Ansicht. Dann seht ihr das auch ein bisschen besser. Und ja, wenn er hier weiter ansteigt, dann können wir durchaus am 30. hier in einem Bereich von 57,45 im Low und im High hier bei 63,90 landen. Also, das ist auch wirklich noch eine schöne Geschichte hier. Kommt hier wieder zurück auf den Niveau von 63,90 hier in naher Zukunft womöglich. Und das also hier eine weitere Empfehlung für euch. Zwei haben wir noch. Kommen wir noch zu Procter & Gamble, das ist auch wirklich ein klassisches Dividendenunternehmen, empfehlen auch immer alle großen Anlageberater hier. Procter & Gamble, tolle Dividenden werden ausgezahlt, und zwar konstant seit 1956 wird sie auch konstant angehoben. Ja, das ist auch vergleichbar mit Coca-Cola, Johnson & Johnson oder PepsiCo. Ja, breites Produktportfolio und jedes davon macht über 1 Milliarde Dollar Umsatz, 23 Marken insgesamt, und ihr kennt sie natürlich insbesondere durch ja, Werte wie zum Beispiel Ariel, Pampers, Gillette oder Oral-B für die Zahnpflege. Und hier ist der Chef Taylor. Wie gesagt, vierte Quartal gut gelaufen und die Dividende wird 61 Cent betragen, landen. Und ja, schauen wir uns nochmal den Kurs von der Procter & Gamble genauer an. Hier Kürzel ist USA, PG, ganz praktisch. Und ja, wir waren hier am 29.12.14, da waren wir noch bei 93,86, das ist der Bereich hier oben. Und seitdem ist es hier zurückgekommen. Wir haben hier die 67,33 gesehen und seitdem hier der konstante Anstieg. Wir sind auch schon über 200 Tageslinie schon drüber und wir können sie aktuell hier für 83,3 kaufen. Und wenn wir hier uns mal das Tageschart angucken, dann seht ihr, das ist ein bisschen besser. Auf Wochenbasis sehen wir hier, dass das Peak hier, hier das High von einer langen Anstiegsserie war.
Jetzt sind wir leicht zurückgekommen. Ja, da spielt natürlich auch der starke Dollar eine Rolle. Da hat man jetzt aktuell sich auch arrangiert. Ist natürlich in vielen Unternehmen auch ein Grund, dass ein Teil der Umsätze dann auf der Straße bleiben, wenn man oft natürlich viel im Ausland verkauft. Aber viele haben sich dann daran orientiert und Prozesse verbessert und Kosten eingespart und Dividende wird trotzdem konstant ausgezahlt und das mögen alle Anleger. Also aktuell hier in so einem Bereich vom 80,47 bis 83,87 die Procter & Gamble. Einen haben wir noch. Ja, auch ein wirklich toller Wert. Hatte ich schon einmal empfohlen. Komme ich auch gerne noch wieder zurück. Facebook. Hier ganz witzig hier die Firmenadresse in Menlo Park, Kalifornien. Hier ganz links, One Hackaway. Mit dem Daumen nach oben. Und hier rechts das neueste Produkt. Das ist die Oculus Virtual Reality Brille, Oculus Rift. Und die wird demnächst verkauft. Ab 28. März geht's los. Da kann man sich aufsetzen und dann virtuellen Welten sich bewegen. So wird für $600 in den Handel kommen, ist recht hoch angesiedelt und man erwartet auch nur ein paar Millionen Verkäufe. Es liegt einfach auch daran, dass du einfach so noch 10 Jahre braucht, laut Zuckerberg, bis so diese dynamischen VR-Welten wirklich dann auch wirklich Fahrt aufnehmen. Aber man möchte einer der ersten sein. Fürs vierte Quartal natürlich fantastische Zahlen. 57% mehr Verkäufe, fast 1,6 Milliarden User, auch 14% plus. Und die Werbeeinnahmen, das ist ganz wichtig, ja, machen 80% der Einnahmen aus. Viele Unternehmen werben über Facebook, wir unter anderem auch. Und da macht man hier weltweit $3,72 pro User bereits aus diesen 1,6 Milliarden Usern. Und in den USA sind es aber $13,54 pro User. Also ein Vielfaches der Einnahmen mit amerikanischen Usern. Die sind dann wahrscheinlich viel werbeaffiner. Viele mehr Unternehmen werben über Facebook. Und man tritt direkt in Wettbewerb zu Google damit. Das sehen die gar nicht gerne. Also hier der Kurs von der Facebook. Ich gehe nochmal hier in die Tagesansicht. Ah, grandioser Anstieg. Immer weiter nach links scrollen, bis man irgendwann den Anfang findet. Aber soll uns gar nicht weiter beschäftigen. Ihr seht hier den 30.03. Ja, und hier Peak hatten wir schon gesehen bei 117,49 und dann haben wir hier den leichten Rückgang, ja, bis auf ein Niveau so um die 97. Gucken wir uns gleich mal genauer an. Aktuell hier bei 112,90. Genau. 1-Stunden-Ansicht, so. Jetzt ein bisschen besser zu sehen. So, jetzt habe ich es auch. Also, wir hatten hier das High gesehen bei 117,49. Dann hier der Rückgang bis ein Niveau von 97,30 war es. Und dann hier der konstante wieder Anstieg auf Niveau von 112,87. Ja, und wenn ihr schnell seid, dann könnt ihr diesen Bereich hier noch gut machen. Da reden wir hier von einer Spanne von knapp $5. Also hier ungebremster Anstieg. Und ihr seht ja auch, andere Werte sind noch viel höher notiert. Hier die Amazon zum Beispiel. Um eine davon zu nennen. Ja, auch für 2016 wird ein ähnlich starkes Umsatzwachstum erwartet und es ist aktuell auch kein Bremsen des Wachstums zu sehen. Nomura hat sich am 3.3. nochmal gemeldet. Die japanische Investmentbank hat gesagt, $135 sehen wir hier den Wert. Ich zeichne euch mal die 135 ein. Dieser Bereich, ja. Und Goldman Sachs, 28.1., war ein bisschen pessimistischer, hat gesagt, hier 130. Also da sehen Sie den Wert. Und also zwei positive Stimmen zum größten sozialen Netzwerk der Welt, wo zu anderem ja auch Instagram gehört, WhatsApp, dann jetzt die Oculus Rift und diese Fitnessarmbank Moves hat man gekauft. Ja, das waren die Werte von heute. Nochmal kurz in der Übersicht. Und ja, ihr seht hier. Ältere Empfehlung, Software geben, lassen wir auf Buy. Danone setzen wir auf Halten. Applied Materials bleibt dabei. Heineken ebenfalls. McDonald's bleibt auch dabei. Und die neuen Empfehlungen hier allesamt auf Buy. Und dann starte ich nochmal die Umfrage für die Top 5 Werte, die wir jetzt neu empfohlen haben, wie ihr dazu steht. Welchen Wert ihr da am spannendsten fandet, das würde ich gerne mal wissen von euch. Also hier, welche neuen Empfehlungen gefallen euch am besten?
Also, welche Aktienempfehlung war am interessantesten für dich heute jetzt, also von den neuen Werten? Fielmann, Wienerberger, Starbucks, Procter & Gamble oder Facebook? Okay, das ist cool. 32% für Wienerberger, 10 für Starbucks, 5 für Fielmann, 5 Procter & Gamble, 52% für Facebook. Okay, also nochmal 5 Fielmann, 29 Wienerberger, 10 Starbucks, 5 Procter & Gamble, 52% Facebook. Also Facebook knapp vor Wienerberger. Ja, das freut mich. So ein paar Österreicher dabei. Also hier nochmal die Übersicht. Ich denke, es ist ganz sinnvoll, das nochmal so aufzuschreiben. Kommen wir gleich zu einem Börsentermin bis zum nächsten Mittwoch. Da haben wir heute gesehen, ich habe mal den heutigen Tag mit reingenommen. Also hier Erdöllagerbestand, Eigenheime haben wir angesprochen. Und dann haben wir morgen noch hier Kernrate Gebrauchsgüter. Und wie gesagt, Freitag dann in den USA kein Handel. Ja, Feiertag. Und natürlich in Deutschland auch kein Freitag. Und Bruttoinlandsprodukt aber wird trotzdem gemeldet um 13:30 Uhr am Freitag, ganz wichtig. Und dann schon die nächste Woche. Da haben wir hier Wohnungsverkäufe, die noch nicht abgeschlossen sind. Hier Verbrauchervertrauen, Arbeitsplatzdaten, USA. Hier Arbeitslosenquote in Deutschland für den März und dann nochmal für Europa hier. Genau. Verbraucherpreisindex, also Inflationsdaten. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Auch gerne Anregungen an meine E-Mail-Adresse direkt cjans@hws-ag.de und Aufzeichnungen in Kürze auf unserem YouTube-Kanal. Und ihr bekommt per E-Mail nochmal den Link dorthin und auch nochmal eine Umfrage. Würde mich interessieren, wie euch das Webinar gefallen hat, welche Verbesserungsvorschläge ihr habt. Eine Umfrage, wie gesagt, bekommt ihr in Kürze per E-Mail. In diesem Sinne erstmal vielen Dank für eure Teilnahme und vielleicht bis nächsten Mittwoch. Würde mich freuen und schönen Abend noch und drückt die Daumen für das Länderspiel Deutschland gegen England. Ich denke, das packen wir, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mittwoch.